Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play über das Spiel Lux Alliance. Also rundenbasierendes Strategiespiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Startmenü habe ich ein bisschen Probleme jetzt mit dem Aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Da stellt mir das Aufnahmeprogramm immer nur einzelne Schritte. Ich habe aber keine Ahnung warum. Deswegen muss ich nämlich jetzt schon im Spielgeschehen anfangen. Hier könnt ihr ja zwischen zahlreichen Karten auswählen, ob es jetzt den Bürgerkrieg angeht, die Wikinger, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Napoleonskrieg. Also es gibt unmass viele Karten, die ihr euch runterladen könnt. Ich habe mir jetzt mal ein paar runtergeladen und werde mit euch jetzt mal den Zweiten Weltkrieg anspielen. Wir spielen natürlich als Deutsche. Das sind hier das Dunkle, das sind wir. Unsere Verbündeten sind Japan, das sind die Gelben hier drüben. Das sieht man hier vorne auch am Eisernen Kreuz. Deutschland und Japan. Wir spielen gegen Großbritannien, Russland und Amerika. Was ist denn jetzt überhaupt das Weiße hier? Peru-Bonus. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Weiße hier neutral sein soll. Ja, weil wie gesagt, grün, blau und rot ist unser Gegner. Dann wird das neutral sein. Okay, auf jeden Fall in dem Spiel geht es also jetzt auf der Karte zumindest geht es ja nur um zwei Einheiten. Das wäre Infanterie und Panzer. Ihr seht hier unten, ihr habt 55 Rekrutierungspunkte. Die könnt ihr aber nur dort einsetzen, wo eine Fabrik steht. So wie hier in Berlin. Klicken jetzt mal ganz normal drauf. Ihr seht hier Infanterie. Die würde jetzt 3 Punkte kosten. Also wir könnten jetzt 18 Infanterieeinheiten erstellen. Oder die Panzer kosten 5, also 11 Panzereinheiten. Ich glaube aber erst, dass wir erstmal Panzer holen. So, jetzt haben wir hier die Panzereinheiten. Die werden wir jetzt mal alle hier positionieren. Kann man aber erst in der nächsten Runde dann damit spielen. Hier unten zu der Auflistung. Das ist unser Land. Das sind die besetzten Gebiete, die was wir jetzt noch bis jetzt besetzt haben. Hier die 11 Stück. Das ist unsere Angriffskraft von den Einheiten. Also wir haben jetzt 389 Truppen momentan. Und das ist halt unser Geld, was wir pro Runde immer verdienen. 55. So, jetzt schauen wir uns mal den Kampf an. Also ihr könnt jetzt nur eure Einheiten entweder auf der Karte rumziehen. Infanterieeinheiten nur ein Feld. Panzer immer zwei Felder. Ihr könnt jetzt eure Einheiten ein bisschen verstärken oder ihr rückt gleich in Feindesland vor. Wo man hier aufpassen muss, zum Beispiel hier der eine Panzer und die 4 Infanterieeinheiten könnten jetzt hier rüber auf Marokko. Marokko. Da würde halt jetzt nur eine 3er Infanterieeinheit stehen. Also, wenn wir Pech haben, schaffen die das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir setzen diese Infanterieeinheit hier rüber. Mit der linken Maustaste könnt ihr die jetzt einzeln anwählen. Oder ihr nehmt die rechte Maustaste und setzt gleich alle Einheiten rüber. Die sind aber jetzt noch nicht drüben. Das erst wenn wir auf Fertig drücken, marschieren die rüber. Die 6er machen wir hier und den Panzer machen wir auch mit hier. So, hier sind wir erstmal abgesichert. Die Fabrik, wenn wir einnehmen würden, das wäre halt prima. Hier wegen Russe. Wir können es mal versuchen, wir greifen jetzt hier an. Der hat ja nur 7 Infanterieeinheiten. Wir greifen jetzt mit 3 Panzereinheiten an und 11 Infanterieeinheiten. Also das ist auf jeden Fall machbar. Die setzen wir jetzt mal hier hin, vorsichtshalber. Die Panzer auch und die Infanterieeinheit hier. So, die lassen wir jetzt mal vorsichtshalber hier oben noch stehen. Japan macht auch die KI, das machen nicht wir. So, ihr seht jetzt, wir haben ja unsere ganzen Züge jetzt gemacht, was wir machen wollten. Hier oben greifen wir das erste Mal dann bei Russland an. Jetzt gehen wir einfach auf Fertig und schauen zu, was passiert. Jetzt finden nämlich alle Kämpfe statt, die wo der Gegner und auch unser Verbündeter wie Japan befehligt hat. Das findet jetzt in der Runde alles statt. Das heißt nur zuschauen, wir können jetzt überhaupt nichts machen. Oh, Frankreich haben wir gewonnen.
Haben wir doch Glück gehabt, die haben jetzt doch angegriffen von hier unten. Ne? Russland haben wir besiegt da oben. Kaukasus auch haben wir gewonnen. So, die Japaner gewinnen auch. Prima. Ne, da unten verlieren sie. Ja, das ist noch nicht so tragisch. Das wird jetzt damit die Städte eh alle ist ein bisschen hin und her. Ich habe das schon öfters mal gespielt und ist ja klar, jetzt haben wir hier einen Teil eingenommen, kann aber in späteren Runden passieren, dass der Gegner dort wieder durchbricht und da wieder einen Teil zurücknimmt. Ist immer unterschiedlich. Ziel des Spiels ist, alle Felder einzunehmen und den Gegner zu vernichten. So, neue Runde. Wir haben 59 Punkte dazu bekommen. Und auch nur, weil wir hier nämlich den Teil von Russland eingenommen haben. Hier seht ihr Leningrad, Bonus 4. Also das heißt, auf jedem Land bekommt man einen Bonus dazu, wo man steht. Wir sehen jetzt hier, in Norwegen haben wir Bonus 2. In Berlin haben wir einen 13er Bonus. Balkan ist Bonus 4. Jedes eingenommene Gebiet gibt uns mehr Rekrutierungspunkte pro Runde hinzu. Hm, 26, 18, ja, das werden wir jetzt noch gar nicht schaffen, dass wir hier jetzt den seine Fabrik hier einnehmen. So, wir können jetzt auf jeden Fall unsere Panzer verwenden, die werden wir dann hier mit zur Verstärkung rüber schicken. Werden jetzt dann noch die Infanterieeinheiten dazu holen. 16, ja, könnten Glück haben, dass wir sogar die Fabrik jetzt hier bekommen. Wir werden es jetzt mal probieren. Vielleicht bekommen wir die Fabrik. Ah, wir kommen gar nicht rüber. Wir müssen erst auf diese Insel. Dann verstärken wir jetzt erstmal hier. Mit dem Panzer verstärken wir hier. Hm. 2, 4. Hier gehen wir jetzt mal. Ja, kommen das jetzt mal alle rüber. Die 9er Einheit lassen wir jetzt mal als Absicherung noch hier stehen. 12, 2. Wir könnten angreifen, aber ich bin mir jetzt noch nicht so sicher. Ich glaube, da werden wir dann trotzdem viele Einheiten verlieren, dann reicht man es dann für hier nicht mehr. Da werden wir jetzt noch mal ein bisschen warten, ne? Lassen jetzt erstmal nur die Verschiebung von unsere Einheiten machen in der nächsten Runde. Und mehr werden wir jetzt noch gar nicht machen. Also wir werden noch nicht angreifen. Seht ihr unten, unsere Einheiten sind gestiegen, die Zahl. Ist ja klar, weil wir jetzt produziert haben und produziert. Und hatten ja auch nur einen Kampf hier oben. So, hier unten wäre jetzt frei. Ägypten dürfte kein Problem sein. Nee. Oh, wo kam jetzt der her? Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Hat der unsere Felder übersprungen oder wie funktioniert das? Komisch. So, jetzt hat er hier schon 43. Jetzt wird es natürlich immer schwieriger, dass wir hier oben Fuß fassen können. Ja, ihr seht es aber auch, also, ja, vergessen zu sagen, hier an den grünen Pfeil. Also ich habe ja gesagt, mit der Infanterieeinheit könnt ihr nur ein Feld gehen. Das seht ihr, jetzt ist der Pfeil grün. Wenn wir ins zweite Feld gehen, wird er grau. Also da kann man nicht hingehen. Und gehen jetzt hier rüber. Werden mit unseren Panzer... Ja... Einen Panzer lassen wir nur zur Absicherung da stehen. Drei setzen wir hier rüber. 6. Na, wir können jetzt probieren, dass wir vielleicht die Insel hier oben einnehmen, dass wir dann die, die Fabrik dazu bekommen. Wäre natürlich super. Da hat der Gegner hier bei Grün. Achso, der hat nämlich noch eine Fabrik. So, dann müssen wir schauen, dass wir die bekommen, weil dann können wir nämlich auch Einheiten hier platzieren. Das lassen wir jetzt hier, die 9er. Sicher ist sicher. Ja, komm, da ziehen wir jetzt hier weiter, erobern
das, den Panzer machen wir jetzt mal hier, dass wir das Feld hier oben noch kriegen. Wie gesagt, wir brauchen ja die Punkte, damit wir mehr Einheiten stationieren können. Ich glaube, jetzt in der nächsten Runde nehmen wir mal wieder Panzer. So, das müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein. Oh, der Gegner greift unsere Fabrik an. Die werden wir jetzt auf jeden Fall verlieren. Scheiße, und unsere Einheiten, die in der nächsten Runde eigentlich kommen sollten, sind auch weg. Das ist natürlich blöd, weil ich habe jetzt gedacht, vielleicht bleibt der nämlich hier stehen. Ah, der Panzer hat es nicht geschafft. Da haben wir jetzt Glück gehabt, weil sonst wären nämlich unsere Panzereinheiten weg. Und unsere Prestigepunkte von der letzten Runde nämlich auch. Dann hätten wir die umsonst ausgegeben. So, die Fabrik haben wir eingenommen. Die werden wir auf jeden Fall gleich verstärken dann. Ah, hier rüstet der Russe aber gescheit auf. Aber man sieht, der Russe hat nicht mehr viel. Der hat nur noch 7 Gebiete. 238 Soldaten. Ne? Also wir haben jetzt eigentlich fast doppelt so viel. Nur hier die 51, das wird jetzt nur ein bisschen eng. Das wird nicht so einfach. Dass wir das hier schaffen. Ja, wir werden das jetzt dann komplett mit allen Einheiten versuchen, dass wir hier reinkommen. Wie gesagt, wir werden jetzt mal hier oben bauen. Dass er uns so schnell die Fabrik hier oben nicht mehr wegnehmen kann. So, ihr bleibt hier stehen. Ja, mit den Fünfer probieren wir jetzt mal hier unten. Ne? Vielleicht bekommen wir das ganze Feld. Die Japaner sind vertrieben worden hier. Okay, die sind jetzt auch weit hier drin. Ja, einen Russen müssen wir jetzt auf jeden Fall bekommen. So, wir sehen es jetzt hier. In der nächsten Runde bekommen wir dann schon 74 Prestige, also Gold dazu, wo wir uns dann Einheiten kaufen können. Die Gegner sind noch weit unten, bis auf USA, die bekommen 46. So, das bleibt auch mal hier stehen. Na, obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir könnten eigentlich unsere Panzereinheit weiterziehen. Das werden wir auch machen. Dann haben wir nicht hier oben das Feld wieder dazu. Wird man nochmal 2 Goldstücke dazu bekommen. Ich hoffe jetzt mal nur nicht, dass der mit seiner 51er Einheit irgendwo hier nur was vernichtet. Das wäre natürlich jetzt blöd. Gehen auf Runde beenden. Okay, die Japaner sind hier oben. Er hat 6 Einheiten produziert. Was ist hier los? Ey. Oh. Wir haben hier unten verloren. Wir haben hier unten verloren. Wie viele Einheiten hat der Gegner überhaupt gehabt da unten? 5, 1, 25. Also der kann ja nur angreifen, wenn er von hier kommt. Oder er geht hier hin und kommt hier hin. Nee, dann machen wir das mal so. Also ihr seht zwar jetzt, es sind zwar mehr Felder, aber ihr seht, der Seeweg ist nur ein Feld, darum kann man jetzt die Infanterie hier runterziehen. Machen wir noch einmal Infanterie hier, die ziehen wir dann später nach oben. Was haben wir jetzt? 25. 25 sind 37 und 28. Ja, es wäre machbar, muss aber nicht sein. Okay, der Japaner greift mit 3 Einheiten hier an. Dann werden wir es probieren. Greifen wir jetzt von allen Seiten hier an. Vielleicht bekommen wir die Fabrik. Das wäre natürlich gut. Den Panzer lassen wir jetzt auch mal vorsichtshalber erstmal hier stehen. Die Infanterieeinheit lassen wir auch erstmal hier stehen. Wir müssen erstmal gucken, was jetzt hier oben wird, bevor ich jetzt noch andere Züge mache. Wichtig ist uns erstmal das Feld hier oben. Und ich hoffe... Na, ich hoffe wirklich sehr, dass wir das bekommen hier oben. So, Moskau. Oh, oh. Das wird eng und wir haben sie bekommen. So, wir haben jetzt unsere dritte Fabrik. Können jetzt, wie gesagt, hier überall Einheiten stationieren. Der Russe dürfte nicht mehr viel haben. 11 Einheiten hat er noch. 11 Einheiten hat er noch. So. Dann setzen wir das mal mit hier oben hin. Und werden hier verstärken. Ihr müsst ja jetzt nicht alle Einheiten hier auf einmal dann hinstellen.
Ihr könnt ja zum Beispiel nur mit der linken Maustaste, zum Beispiel, ihr wollt jetzt nur 10 Panzer haben, nehmt ihr 10 Panzer, den Rest nehmt ihr hier drüben. Aber ich lasse das jetzt erstmal hier. So, 34, da könnten wir hier drüben angreifen. Wir nehmen aber jetzt erstmal nur 24. Und den Rest lassen wir zur Absicherung hier drüben stehen. Nicht, dass er nämlich mit seinem Mann hier rüber marschiert, dann gehen meine 24 hier rüber, er mit seinen 13 da. Beispiel, also wenn ich mit allen Mann hier rüber gehen würde und er hätte halt den, ist im Kopf, er will eh hier angreifen, geht mit allen Männern hier rüber, dann habe ich zwar das eingenommen, aber das verloren, weil ja keiner mehr hier steht. So, der Panzer ist so alleine hier unten. Hm. Ja. Wir probieren es jetzt mal so. Wie viel hat er hier? Dann machen wir mal. Genau. 9 Einheiten tun wir rüber. 9 lassen wir hier stehen zur Absicherung. Ja, können wir die Runde beenden? Komm, Japaner, müssen wir ein bisschen mehr angreifen. Jetzt verliert er schon wieder alles hier oben. Oh, jetzt haben vier Panzer verloren. So, und das ist das, was ich meine. Ihr seht es jetzt. Wir sind hier rüber, haben das eingenommen. Er ist aber hier rüber gezogen. Also darum sage ich immer zur Absicherung, lasst bitte immer ein paar Leute stehen, dass er das Feld dann nicht verliert, wenn der auf die gleiche Idee kommt und will nämlich dann hier rüberziehen. So, jetzt haben wir hier das machen wir so, den Rest machen wir so. Ein paar hier, ein paar hier. Die anderen lassen wir hier stehen. Dann werden wir jetzt hier noch die Panzer verstärken. Vier hier unten. Ne? Mit denen ziehen wir jetzt komplett hier rüber. So, hier machen wir 5. Hier machen wir auch 8. Hier lassen wir wieder stehen zur Absicherung. Na, nehmen wir einen noch mit. 10, 10. Die greifen hier an. Die Panzer kommen erst noch. Das bleibt auch hier. Achso, und die Verbündetenfelder ist ja klar, die könnt ihr nicht einnehmen. Ihr könnt zwar ganz normal hier drüber fahren, aber die werden jetzt nicht schwarz, also die bleiben dann so. So, jetzt müssen wir eigentlich alles gemacht haben. Ja, können wir fertig gehen. Ja, sieht, die wollen jetzt glaube ich weiter hier rüber. Oh. Scheiße. Das ist scheiße. Und? Okay, die Russen haben jetzt nur noch ein Land hier. Also ein Gebiet, was ihnen gehört. Ah, was war hier? Okay, da hinten haben sie den Angriff abgehalten. So, wenn die Panzer haben wir gesagt, ziehen wir ja hier runter. Das geht so, dann ziehen wir die jetzt mal nach. 8. Ja, die lassen wir jetzt auch mal so stehen zur Absicherung. Die Panzereinheiten. 4. Das lassen wir stehen. So, die greifen jetzt alle hier an. Dann müssen wir jetzt eigentlich den Russen schaffen. Ja, machen hier den Rest Panzer. Die ziehen wir dann auch mit hier hin. Die lassen wir jetzt auch erstmal noch stehen, bis die nächsten Panzer hier nachrücken. Die lassen wir jetzt hier stehen. Den lassen wir auch stehen. Die lassen wir stehen. Mit denen machen wir jetzt erstmal gar nichts. Naja, nee. Komm, die lassen wir stehen. Sicher ist sicher. Jetzt lassen wir den Angriff erstmal durchführen.
Dann seht ihr hier unten, wir haben jetzt schon 726 Einheiten, also immer das Doppelte wie der Gegner. Die Russen haben nur noch 6 Einheiten, ein Gebiet, das ist wie gesagt das hier, was ich gesagt habe. Aber das müssten sie jetzt auf jeden Fall verlieren. Ja, das verlieren sie. So, der Russe ist ausgelöscht jetzt. Der ist draußen von der Runde, also von dem ganzen Spiel, den haben wir besiegt. Jetzt bleibt halt nur noch grün und blau. Seht ihr unten, die sind weg. Oh, 30 Einheiten hier unten. Da müssen wir schauen, dass wir die Fabrik hier einnehmen. Ja, dann ziehen wir mal unsere Panzer hier nach. Hier werden wir noch neue Panzer dazu holen. So, jetzt seht ihr selber, Infanterie ist noch nicht grau unterlegt. Ganz einfach, weil wir haben nicht noch 4 Punkte übrig, was für den Panzer nicht ganz gereicht hat. Dann könnten wir uns jetzt nur eine Infanterieeinheit dazu holen. Die erspare ich mir aber, die nehme ich nicht dazu. Ne, die will ich nicht. Ah, jetzt haben wir es doch noch genommen. Falsche Taste, Mist. Ist jetzt nicht so schlimm. So, den Panzer kommt jetzt hier rüber. Jetzt kann man mit unseren 20 Einheiten schön hier unten angreifen. So, den Rest lassen wir zur Absicherung wieder hier stehen. Sieben. So, die lassen wir auch so stehen. Das lassen wir auch so. So, so lassen wir das jetzt. Was macht der Japaner? Der geht nach hier rüber. Okay, das sieht man hier. Der geht hier rüber und nach hier drüben greift er an. Lass uns mal die Runde beenden. So, das haben wir eingenommen. Oh, hier haben wir es nicht geschafft. Nigeria gehört uns. Und Syrien gehört auch uns. Bei den Türken schaffen wir auch. Okay, müssen wir es dann auf jeden Fall hier runter. Hey Japaner, was ist mit dir los? Lässt du dir alles zurückerobern? Nee. Schaut so aus, ja. So. Da werden wir noch ein bisschen Verstärkung brauchen. Jetzt machen wir es einmal so. Und du gehst hier hin. Und du. Ihr geht jetzt komplett mal hier runter. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. So. Dann schaue ich, dass die Panzer hier unten oder hier drüben mithelfen. Dann holen wir uns für hier oben nochmal Einheiten. Da werden wir uns dann auch die Panzer holen. Die können nämlich dann auch wieder 2 Felder hier rüber. So. Und schauen wir mal. 5 Mann gehen hier hin. 3 Mann lassen wir hier stehen, die anderen gehen hier. Das sind jetzt 9, der hat 5. Und dann könnten wir schaffen, wenn er die noch mit hier runter zieht. Die ziehen wir noch mit rüber. Hier greifen sie überall an, da auch. Da wird verschoben, die bleiben wieder stehen. So, dann haben wir alles. Also hier seht ihr auch, wir bekommen jetzt pro Runde schon 110 Goldstücke. Das ist jetzt schon sehr, sehr viel. Also wir können jetzt immer schön viel kaufen. Ja, das müsste doch eigentlich jetzt hier oben halten können, oder? Oh. Nee, da muss auf jeden Fall nachrücken hier oben. So, Peru gehört uns. Kongo, komm. Oh, das wird eng, das werden wir verlieren. Im Kongo haben wir verloren. Da haben wir verloren. Ja, das nächste Ziel wird auf jeden Fall diese Fabrik hier sein. So, ihr geht mit schön hier rüber. Die Panzer gehen mit hier hin. Die gehen da.
dahin. So, dann probieren wir mal unser Glück. Alter, können wir noch gar nicht hin. Müssen wir erst so machen. Wir versammeln unsere Einheiten erstmal hier. Was hat der Gegner vor? So, das ist alles versetzt. Wie gesagt, die Warten noch. Ne, wie viel? 22. Ne, jetzt ziehen wir mal unsere Panzer hier rüber. Noch ein Teil von unserer Infanterie. Halt, regrutieren können wir auch noch. Ja, ich glaube, dass wir dann hier noch die Infanterie nehmen. Genug, dass wir die dann nachziehen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt die Fabrik hier unten einnehmen. Komm. Ja. Na, man sieht, der Japaner hat auch nicht mehr viel Einheiten. Ja, aber bei dem ist es ein Hin- und Herkampf hier oben. Jetzt hat er nämlich schon wieder ein Stück verloren. Okay, hier haben wir Fuß gefasst jetzt endlich mal. Kongo schaffen wir auch. Ah, der Gegner ist weiter nach hier oben gerückt. Ah, wir haben die nächste Fabrik eingenommen. Prima. Aber man sieht, der Gegner will jetzt hier oben durchmarschieren. So, Japaner, was machst du denn hier oben? Dann werden wir hier noch Panzer stationieren als Absicherung. So. Du gehst jetzt erstmal hier. Du bleibst hier. So, hier rücken wir mal ein Teil vor und der Teil bleibt noch hier. 36, ha? Könnte man schaffen. Wir werden es probieren. Mit dem werden wir auf die Fabrik gehen. 4 Einheiten hier hoch, den Rest hier runter. Vielleicht kriegen wir sogar die Fabrik noch dazu. So, weil dann kann nämlich der Gegner dann erstmal keine Einheiten mehr produzieren. Also die Grünen schon mal nichts mehr, weil wie gesagt, die Fabriken haben wir alle. Nur USA kann noch welche produzieren. Vielleicht kriegen wir die Fabrik jetzt, dann werden sie ein Problem kriegen. Die lassen wir hier stehen. Die lassen wir jetzt auch mal hier stehen. Ja, dann lassen wir die Runde beenden. Ah, die haben... Ja, Japaner sind jetzt komplett vertrieben von hier drüben. Und? Wir haben die Fabrik eingenommen. Jetzt wird der Gegner ein Problem kriegen. Die können keine neuen Einheiten mehr produzieren. Also wie gesagt, wir müssen gleich Einheiten hier produzieren. Oh, das war natürlich jetzt eine große Schlappe hier. Das müssen wir auf jeden Fall gleich verstärken, dass wir das nicht wieder zurückverlieren. Oh, Japaner, was macht ihr da drüben? Ihr verliert ja alles jetzt. Ah, also, dann war das mein Fehler. Es reicht, wenn ihr alle Fabriken einnehmt. Seht ihr, Achsenmächte haben gewonnen. Also, wie gesagt, ich habe halt jetzt gewusst, ich glaube, das erste Mal, dass ich alle Fabriken eingenommen habe. Ich habe nämlich sonst immer alle Gegner vernichtet. Aber wie gesagt, es reicht auch wegen den Fabriken. Ist klar, der Gegner kann keine neuen Kräfte mehr produzieren. Und dann wird das dann auch der Sieg sein. So, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel mal ein bisschen zeigen. Ich finde es noch mal schlecht, wie gesagt, weil wir auch eine riesen Kartenauswahl haben. Ich werde auf jeden Fall im Laufe der Zeit immer mal wieder ein paar Karten durchspielen. Ich hoffe, ihr seid dann immer mit live dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.